So, guten Tag, meine sehr geehrten Herren. Wir haben letztes Mal angefangen, über die E-Mail zu sprechen, insbesondere angefangen mit der Mail, so wie sie aus dem Internet kennen. Aber natürlich will ich nicht über Mail an sich sprechen, sondern über die Infrastruktur, wie wir die Mail transportieren und Formate natürlich. Format, da habe ich hier schon den entsprechenden RFC genannt, und die Infrastruktur, die mit Protokoll steht hier, und das Protokoll, das werden wir uns noch ein bisschen angucken, das ist aber eher einfach. Die wichtige Folie zum Thema Mail, die sehen wir hier, die wichtige Zeichnung. Ein Strukturdiagramm, wie Mail transportiert wird. Wie Mail gemacht wird, mit dem da oder mit dem da, beziehungsweise mit sowas da. Wie Mail transportiert wird zwischen den Sendmail-Daemons und wie Mail gelesen wird vom Adressaten, konsumiert wird, nämlich man braucht da auch, wir müssen in dieses Verzeichnis reinschauen, in dem Unterverzeichnisse gibt für jeden User, und da drin liegen die angekommenen Mails. Also, wir schreiben zum Beispiel so eine Mail, und dieser Mail-Client, der redet mit dem Send-Mail fast wie mit dem, als ob er selber SMTP macht. Schauen wir uns gleich noch an, dieses SMTP. Man kann diesen ganz, ganz einfachen Mailer hier als Frontend fürs SMTP verstehen. Schöner ist es dann hier bei so einem, wie zum Beispiel dem Elm, so ein ganz altes Unix-Tool schon, mit dem man Mails schicken kann und Mails lesen kann. Wir können also hier in unser Mail-Verzeichnis reingucken. Dass das zu unserem User gehört, die Mails anzeigen, die Überschriften von den Mails, den Titel, Betreff und dann den Inhalt auch anzeigen. Man kann dann auch managen ein bisschen, Mails wegwerfen, löschen und so weiter, was man so erwartet. Die Send-Mails, die schicken also, wenn der hier dem eine Mail gegeben hat, mit einem SMTP-Protokoll, dann nimmt der Sendmail das und schickt es an den Richtigen weiter. Und sagen wir mal, wir sind der Richtige, also da wird dann eine Verbindung aufgemacht und per SMTP transportiert. Wir sind also der Richtige, kriegen die Mail, und da steht drin als User, also zum Beispiel frz@tufreiberg.de, es gibt so einen lokalen User, der heißt frz, wenn sich jemand vertippt und FRY oder sowas eintippt und es gibt diesen User hier nicht, dann geht die Mail zurück, bounced. Dann sagt der, dem, der das schicken will, den User kenne ich nicht. Also, falls der hier den User findet, wenn eine Mail ankommt, dann legt er das hier im richtigen Unterverzeichnis für diesen User ab. Und dort kann man es dann zum Beispiel mit dem Elm angucken oder mit all den vielen anderen Tools, die hier lokal auf diesem Rechner laufen. Wenn wir nicht auf diesem Rechner, wenn wir die nicht als Arbeitsplatzrechner benutzen wollen, und uns da nicht einloggen wollen und ein Programm anschmeißen wollen, zum Beispiel mit Telnet oder sonst was, sondern wenn wir auf unserem Arbeitsplatzrechner einen eigenen Mailer laufen lassen wollen, dann brauchen wir zwei Funktionen. Erstens muss der hier, ich habe da jetzt mal den Eudora reingetragen, weil ich den schon seit 20 Jahren im Wesentlichen glücklich benutze. Der wird schon seit vielen Jahren nicht mehr gewartet, aber ich benutze ihn halt doch. Sie können da auch den Mailer Ihrer Wahl, den Thunderbird oder einen Outlook oder sowas eintragen oder das Apple Mail Teil, was Sie mit dem OS X mitbekommen, oder was weiß ich, es gibt viele Mailer. Es
gibt ja auch im Webbrowser integrierte Mailer. Wie heißt das Ding? SeaMonkey oder so, oder SeaLion. Ja, das ist so ein Webbrowser und ein Mailer gleich dabei. Also, dieses Programm hier, das muss hier aus meinem Unterverzeichnis vom Spool, wo die Mails drinstehen, meine Mails hier abholen. Dazu braucht er einen Freund. Ich habe da mal den Pop-Daemon hingeschrieben. Post Office Protocol heißt dieses Protokoll hier, Pop. Als Alternative kann man auch das IMAP benutzen. Die sind beide ein bisschen, also das IMAP hat ein paar Funktionen, die der Pop nicht hat, und umgekehrt. Und auch die Grundidee beim IMAP und beim Pop sind bezüglich, wo Mail aufbewahrt wird, ein bisschen unterschiedlich. Aber es reicht uns jedenfalls, um entweder so oder mit dem IMAP die Mails, die hier liegen, abzuholen, hier zu löschen oder auch noch liegen zu lassen und so weiter. Dazu braucht er mein Mail-Programm, der dieses Post Office Protocol benutzt, hier einen Freund, und das wäre in diesem Fall der Pop-Daemon, der also auch ständig läuft. Man loggt sich ein, das macht der Mailer, dem haben wir irgendwann mal meinen User-Account und mein Passwort bekannt gegeben, oder wir müssen das Passwort hier jedes Mal eintippen, und dann holt er die Mail hier ab. Also der fragt natürlich den hier, welche Mails gibt es denn, und dann kriegt man eine Liste zurück, und dann guckt er in die Liste rein, welche hier lokal nicht gespeichert sind, und dann fordert er die an, speichert die lokal hier auf der Festplatte, die ich hier hingemalt habe, und dann können wir da das verwalten. Man kann auch sagen, welche Mails hier gelöscht werden sollen, und ich habe den hier, den Eudora, bei mir zum Beispiel so eingestellt, dass Mails, die ich hier lokal lösche, dass die sofort gelöscht werden, und Mails, die ich auch auf dem Server sofort gelöscht werden, und Mails, die ich nicht lösche, die bleiben, ich glaube, 3 Wochen lang liegen hier auf dem da. Und selbstverständlich kann man mit mehreren unterschiedlichen hier seine Mail abholen. Man kann also auch nochmal den Apple Mailer oder das Outlook oder sonst was benutzen. Ich persönlich lese meine Mail mit 2 unterschiedlichen Maschinen, eine zu Hause und eine hier im Büro, und dann habe ich automatisch auch, weil ich die erst nach 14 Tagen lösche, so eine Art Backup für alle meine Mails und die Attachments, indem ich es eben auf dem zweiten Rechner aufbewahre. So, wenn ich hier eine Mail geschrieben habe, dann muss die übertragen werden, und darum will er sich nicht selber kümmern, sondern man trägt einen Outgoing Mail Server ein, zum Beispiel den hier, und der kann eine Verbindung zu dem hier aufbauen, und er tut dann einfach so, als ob er ein anderer Sendmail wäre, und gibt dem diese Mail. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, warum denn die Mail nicht immer hier gleich an den geschickt wird, und warum wir da über diesen Umweg mit diesem Mail-Server hier gehen. Aber die Antwort ist natürlich, dass wir unseren Arbeitsplatzrechner vielleicht nicht immer laufen lassen wollen. Und es ist ja auch so, dass wir im DNS, im Domain Name Service, auf dem Name-Server einen Mail-Exchanger für diese Domain eingetragen haben, also zum Beispiel für tofreiberg.de oder für gmx.net oder sonst was, steht da dieser Mail-Exchanger. Übrigens, Exchanger heißt der in der Terminologie des DNS, der Mail-Exchanger-Record, und der zeigt eben hier zu so einem Mail-Server hin. Also, eine Mail hier schreiben bedeutet, dass der hier per SMTP dem das hier schickt und der dann den Relay macht hier weiter in diesem Netzwerk von Sendmails. Die Relay-Funktion, die ist zentral für dieses Mail-Modell. Man hat früher mal geglaubt, das ist eine super Idee. Leider haben ein paar Leute oder eine ganze Menge Leute dann irgendwelche Ideen bekommen, wie man dieses System
der Mail-Relays für weniger schöne Zwecke missbrauchen kann, indem man zum Beispiel, das werden wir gleich am Protokoll sehen, das, wie einfach das geht, indem man zum Beispiel dem Mailer sagt, hier habe ich eine Liste von 1000 Empfängern und da schickst du bitte diese eine dicke Mail hin. Dann muss ich hier auf diesem Weg hier nur, sagen wir mal, meine eine dicke Mail, 1 Megabyte, plus die Liste mit den 1000 Empfängern übertragen und der schickt dann 1000 Mal dieses Megabyte ab und zahlt auch gleich die Rechnung dafür. Das ist natürlich, ja, das ist in dieser Relay-Funktion ebenso drin. Und wenn Sie eine Mail schicken an mehrere Leute, 3, 4, 5, dann möchten Sie natürlich auch, dass der Sendmail für Sie erledigt. Insbesondere, weil ja vielleicht auch der Ziel-Sendmail, zu dem Sie es hinschicken, mal gerade nicht läuft, weil er abgestürzt ist und wieder frisch hochgefahren wird oder weil seine Festplatte voll ist und der Admin erst aufräumen muss. Diese Sendmails, wenn die Mail zu jemand anders schicken, zu so einem anderen Sendmail, versuchen die das nicht nur einmal, sondern die versuchen das immer wieder, bis die Mail geschickt worden ist. So alle Stunde versuchen sie mal eine Verbindung zu dem Ziel, also wenn sie eine Mail an mich schicken, dann versucht ihr Mailer jede Stunde einmal eine Verbindung aufzubauen zum Mail-Exchanger von der TU Freiberg und dem diese Mail anzudrehen. Erst nach 3 Tagen gibt er auf. Ein weiterer Grund, warum man hier dieses Post Office Protocol eingeführt hat, war, weil man früher mal geglaubt hat, dass diese Server viel mehr Speicherplatz haben als Arbeitsplatzrechner. Das war vor 20 Jahren so, aber das ist längst nicht mehr der Fall. Es gibt übrigens auch noch im Internet so für Mailinglisten eine besondere Sorte von Diensten, von Servern, List-Servern. Da schickt man seine Mail an eine einzige Adresse. Wir haben hier zum Beispiel Mitarbeiter der Fakultät 1 oder sowas ähnliches. Schickt man diese Mail an so eine spezielle Adresse, einen speziellen Empfänger. Und dann gibt es in diesem Server eine Liste mit konfigurierten Empfängern, die hat da irgendjemand per Hand eingetragen und dieser List-Server verteilt dann Kopien an all die Leute, die auf dieser Liste stehen. Solche List-Server waren insbesondere in der Frühzeit des Internets ungeheuer beliebt. Heutzutage sind sie nicht mehr so richtig, aber in Institutionen gibt es natürlich schon noch und ich weiß nicht, ob Sie vielleicht auch an solchen Mailinglisten teilnehmen. Ich schaue gerade die Zeichnung an, was mir noch einfällt, aber wir machen einfach mal hier weiter. Und jetzt gucken wir uns mal dieses Simple Mail Transfer Protocol an. Die End-to-End-Verbindung, die ich hier hingeschrieben habe, die ich hier erwähnt habe, das ist natürlich eine Verbindung von einem Sendmail zum anderen oder von meinem persönlichen Mailer, der eine Mail abschicken will, zu dem nächsten Sendmail oder zu dem Sendmail, den ich in meinem Mailer konfiguriert habe. So ein SMTP-Server, zum Beispiel das Sendmail, der nimmt also die Mails entgegen für bekannte User auf seinem eigenen System. Also für die Mail-Domain, die er bearbeitet, oder für die Domain, deren Mail-Server er ist, und eventuell auch noch einen Forward an andere. Und ich habe hier mal ein ganz einfaches Beispiel. Der Peter Schultes, ein Freund von mir, auch mein Doktorvater, der war mal ein halbes Jahr auf einem Sabbatical bei Adobe in San Jose. Und mal hier so das Protokoll beispielhaft oder den Protokollablauf beispielhaft aufgeschrieben, wie denn so ein Transfer läuft. Also der sendende Sendmail, der sagt dem
R, dem empfangenden Receiving Send Mail, ich hätte da mal eine Mail und die ist vom Peter Schultes at adobe.com, ne? Hier diese Notation mit dem Doppelpunkt, das läuft so ASCII-mäßig ab in dem Protokoll. Und wenn man den richtigen Port aufmacht und dann mit dem Telnet den richtigen Port bearbeitet, dann kann man natürlich auch hier eintippen Mail und dann tippen Sie das From ein und den Doppelpunkt und hier eine Absenderadresse. Und dann sagt der, jo, 250 ist gut. 250 ist der numerische Code für, ja, das ist gut so. Auch natürlich ASCII-mäßig. Ne? Das können wir alles mit dem Terminal betreiben. Und dann sagt der sendende Mailer, er hätte eine Mail, also Recipient, an den FLZ Informatik Uni Ulm.de, wenn man zu den Zeiten, als das gemacht worden ist, das Beispiel gemacht habe, war ich da in Ulm. Dann sagt er, ja, ist gut. Das bedeutet übrigens, dass er überprüft hat, wenn das jetzt hier der Informatik Uni Ulm.de ist, hat er auch noch überprüft, dass es den FLZ als Mail-User, als Mail-Konto da gibt. Ist okay. Dann sagt der hier, der abschickende Mailer, für den diese Mail hier abschicken möchte, das Ganze soll bitte auch nochmal an den Herr Trampf mit informatik-uni-ulm.de gehen. Der Mailer schaut wieder nach, den User Herr Trampf kennt er nicht, deshalb sagt er 550, den User haben wir nicht. Und dann würde übrigens der absendende Mail-Server, müsste dann dem hier auch noch eine Mail erzeugen, in dem drin steht, dass es den User nicht gibt. Dass die bounced, die Mail. Und dann noch an den hier, den Lupi, und ist auch okay. So, und jetzt sagt er dann, der sendende Mail-Server, jetzt kommen Daten. Data. Der hier bestätigt, akzeptiert das und sagt 354, das ist der Result Code. Und jetzt kommt hier noch ein bisschen Bedienungsanleitung, falls Sie es wirklich mit dem Telnet machen wollen. Also, fang mal an, deine Mail einzutippen, beziehungsweise eine Mail zu schicken, deine Daten zu schicken. Und wenn du fertig bist mit den Buchstaben, die zu dieser Mail gehören, den Inhalt der Mail, dann schick bitte Carriage Return Line Feed, einen Punkt und noch ein Carriage Return Line Feed. Also nach dem letzten Textstück von der Mail hauen wir auf die Return-Taste. In der nächsten Zeile, die dann kommt, tippen wir einen Punkt und nochmal Return-Taste. Der Mailer kann übrigens dem hier auch sagen, dass er das hier 3, 4, 5 Mal machen soll. Das geht auch. Wir brauchen halt irgendein sicheres Ende-Kennzeichen, was nicht im Text vorkommt. Wenn Sie hier sich denken, also ja, der hat jetzt hier Hallo ins kalte Schwaben und hier hinten steht ein Carriage Return, dann kommt noch weiter bla 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 und dann kommt nochmal hier ein Carriage Return und dann ein Punkt oder noch ein Carriage Return und dann antwortet der Empfänger von der Mail 250, okay, ich habe den Inhalt von dieser Textmessage entgegengenommen. Also kann man auch per Telnet machen und wenn Sie der hier sind und dem da eine Mail übergeben wollen, dann ist das im Wesentlichen so. Ja? Wenn das Mail-Tool nur primitiv genug ist, Sie können auch gleich den Telnet benutzen, dann geht das hier so. Wenn Sie einen vornehmen Mailer haben, dann tippen Sie in den Texteditor diese Nachricht, können Sie auch Buchstaben löschen, mit der Maus was markieren, kopieren und so weiter, halt ein richtiger Texteditor. Und wenn Sie damit fertig sind und sagen Send, dann überträgt das Ihr Mailer so an den Server. Macht natürlich erst eine Verbindung auf an den Port. Das war es 21, glaube ich. Ist das der Mailport? Ja, ich glaube schon. Auf diesem Rechner, den Sie da konfiguriert haben. Eventuell muss man sich einloggen, also User Credentials abliefern und dann kann man schicken. So schicken. Und das wird für Sie dann von Ihrem Mailer erledigt.
da kann ich vielleicht nochmal hierhin zurückblättern und sagen, wegen dieser Relay-Funktion ist es heutzutage so, dass die meisten Mailer eine Authentisierung verlangen. Fast alle. Offene Mail-Relays hat es kaum noch. Die meisten Sendmails erwarten also von dem hier, dass der sich am Anfang seinen Usernamen und sein Passwort eintippt. Und übrigens, diese Verbindung hier ist, wenn Sie das anschauen, TCP und dann wird so übertragen, unverschlüsselt, und jeder, der sich halbwegs geschickt anstellt, kann es mitlesen. Deshalb gehen viele Mail-Provider heutzutage dazu über, hier den TLS zu verlangen, also eine verschlüsselte Verbindung. Unten drunter wird dann werden dann die Paketinhalte verschlüsselt. Der IP-Header ist natürlich nach wie vor unverschlüsselt. So, das Format of ARPA Internet. Hier gibt es noch ein bisschen mehr in dem RFC 821, aber es lohnt sich eigentlich schon kaum, was dazu zu erzählen. Protokoll ist einfach genug, und wir werden übrigens beim HTTP sowas da und sowas da und sowas hier auch wiederfinden. Diese Return Codes und den ASCII-Charakter des Ganzen und so weiter. Was hier übrigens auch noch drinsteckt, und Sie sehen es, weil das hier auf so einer Art Telnet-Verbindung übertragen wird, schön offen, kann man da schon nicht alle beliebigen Zeichen einpacken, und hier sowas Carriage Return geht sowieso nicht. Also, und was auch noch dazu kommt, was man sagen muss, ist, Sie können hier nicht mehrere Kilobyte Tags einfach so hintereinander ohne einen Carriage Return haben. Das mögen die meisten klassischen Mailer auch nicht, da muss man irgendwelche Vorkehrungen treffen, da sprechen wir gleich noch drüber. Also, das Format der ARPA Internet Text Messages, die Syntax der Nachricht. Ich habe ja schon gesagt, es gibt ein bisschen Semantik für den Header. Da steht dann zum Beispiel drin, von wem an wen. Hier oben, das hier ist ein Schlüsselwort, das hier ist ein Schlüsselwort, das ist ein Schlüsselwort, ein Schlüsselwort mit definierter Semantik. Und wenn Sie da schreiben, Date Doppelpunkt, und dann kommt dahinter, oder wenn das da drin steht, ein Datum, dann kann man das parsen, anschauen und irgendwie anders auch darstellen. Und von dem hier an den hier, und den gab es wirklich mal, und Sie sehen an all diesen schönen selbstgewählten, das war ein Freund von mir, selbstgewählten Usernamen in der Gründerzeit des Internets hat man selber noch kurze Accountnamen sich aussuchen dürfen, und da wurde dann nicht dann einem was verpasst, so wie Konrad.Frozheim als Mailadresse, sondern eben was schön Kompaktes. Und der hier ist eben auch zum Admin hingegangen und hat gesagt, er möchte gerne diese Mailadresse haben. Also das hier ist der einfachste Header, mit dem man schon Mails schicken kann. Ein normaler Header, der ein bisschen aufgebohrt ist, wo ein bisschen mehr Metainformationen drin steckt. Das wäre zum Beispiel dieser hier. Und naja, der eigentliche Sender steht hier neu dazu drin, das ist hier die Absenderadresse. Der eigentliche Sender, dann hier zum Beispiel an wen das geschickt worden ist, und hier, wenn man da Blanks drin hat im Usernamen, da muss man speziell was machen, da muss man hier die Anführungszeichen drumherum machen, oder hier an den geht es auch noch durch Kommas getrennt, und hier gibt es eine Message-ID, da kann man sich selber als absendender Mail-Server irgendeine Zeichenkette einfallen lassen.
Wenn dieser Hostname bekannt ist, da der S-Host in dem Mailsystem, das man da benutzt, im Hostfile drin steht zum Beispiel bei dem System, dann funktioniert das hier natürlich auch, dann findet man dazu auch eine passende IP-Adresse. Also das muss nicht dieses DNS-Format wirklich immer haben. Das kann auch so sein, da muss man halt hier gucken, dass das als Hostname im Hostfile drin steht. Oder dass der Rechner irgendeine andere Art hat, das aufzulösen. Oder hier ein noch lustigerer Header. Sie sehen jetzt die zusätzlichen Felder, die wir da haben, die sind blau. Und jetzt haben wir hier ein Subject Field drin, das muss nicht dabei sein. Jetzt haben wir hier ein Reply To Feld drin. Und jetzt haben wir hier eine CC-Liste, Carbon Copy. Zu diesem Carbon Copy noch eine kleine Bemerkung. Carbon Copy heißt ja Durchschlag. Wenn man früher Briefe geschrieben hat, dann hat das so ausgesehen, auf der Schreibmaschine getippt hat. Dann hat man also da ist der Brief an den Hauptadressaten auf dem richtigen Papier vorne geschrieben worden auf der Schreibmaschine. Dahinter kam ein Stück Kohlepapier. Wissen Sie, was Kohlepapier ist? Kam ein Stück Kohlepapier und dann noch so ein, naja, so ein dünneres Papier, ne? So Durchschreibpapier. Früher haben wir auch öfters Butterbrotpapier oder sowas gesagt. Also ein dünnes Papier und dann kommt nochmal so eine Kohlepapier und dann kommt noch so eins und noch so eins. Da kann man dann so ungefähr 5-6 Stück hintereinander machen. Und daher kommt dieser Ausdruck Carbon Copy. Und bei der Carbon Copy, da sieht auch jeder, der das erhält, die komplette Empfängerliste. So wie der Brief eben getippt worden ist und bei der Briefkonvention stand eben auch obendrauf der Adressat schön dick und dann rechts irgendwo Kopien an und dann kam so eine Liste. Es gibt noch ein weiteres Feld hier, was ich nicht dazu geschrieben habe, das ist das BCC, Blind Carbon Copy. Im Internet-E-Mail-Gebrauch bedeutet Blind Carbon Copy, dass die Empfänger der Carbon Copy nicht sehen, wer es alles bekommen hat. Und wenn Sie an die Liste Ihrer Freunde und Familienmitglieder eine Einladung schicken per E-Mail, dann sollte man auch nicht das CC machen. Manche Leute fühlen sich nämlich auf den Schlips getreten, wenn die ganze Verteilerliste, es können ja auch unterschiedliche Freundeskreise sein, der ihre Adresse bekommt. Und wenn man so an 20 Leute eine Mail schickt, dann ist es besser, man trägt die Empfänger alle im BCC-Feld ein, dann sehen die nämlich nicht, wer noch diese Mail bekommen hat. Und das CC ist übrigens auch im administrativen Gebrauch eine durchaus scharfe Waffe. Wenn man jemandem eine Mail schreibt, wo man sich über irgendwas beschwert, ich hätte aber gern so, dass sie das und das machen. Und dann noch die E-Mail-Adresse des Chefs von dem anderen da und vielleicht auch des eigenen Chefs und überhaupt dem Boss von allen in das CC reinschreibt, dann bedeutet das natürlich für den, der die Mail kriegt, eine implizite Drohung. Wenn du das jetzt nicht machst, dann ich unterrichte schon mal den Chef, ne, über das, was du da ausgefressen hast. Im klassischen Briefverkehr mit Kohlepapier war übrigens das BCC so gemeint, dass die anderen nur sehen, dass es da einen Brief gibt und an wen der gegangen ist, dass sie den Inhalt aber nicht gesehen haben. Also das ist ein kleiner Semantikunterschied, ein deutlicher Semantikunterschied von klassischer Post zu diesem zur Internet-Mail. Aber es gibt hier noch ein paar weitere Felder, ne? Zum Beispiel Bezug auf diese Nachricht, die an die hier geschickt worden sind und so weiter. Und hier unten habe ich nochmal so eine Message-ID eingetragen, die sich jemand da generiert hat, irgendein Mailer oder sonst was nach irgendeinem System. Aktenzeichen oder sowas kann man da eintragen.
Was noch? Also es geht hier eine ganze Menge interessante Felder. Und ein besonders interessantes Feld, was ich hier gar nicht dazu geschrieben habe, ich glaube, das kommt hier, dass die Sendmails, die tragen Pfadinformationen ein. Also ich gebe meine Mail meinem Mailer, meinem Sendmail. Und der Sendmail schickt es weiter an jemanden, einen anderen Sendmail, und der an einen dritten Sendmail, und der liefert es dann schließlich an den richtigen Sendmail vom Empfänger ab. Und die Sendmails, die tragen so kleine Stempel ein. Hier habe ich zum Beispiel eine Mail an den Ad, eine Mail vom Ad bekommen, from admcrate@adobe.com, ne? Die Adresse gibt es übrigens nicht mehr. Ich gehe jedenfalls davon aus, dass es sie nicht mehr gibt. Der arbeitet ja schon eine ganze Zeit nicht mehr bei Adobe. Und der Peter Schulte ist nicht bei der Uni Ulm und ich auch nicht mehr in Ulm. Also gerade richtig, wenn ich diese Adressen hier benutze, wenn jemand das Mailadressen im Internet sucht, der kann die drei hier ruhig haben, die nützen ihm wenig. Also, der Ad, der hat mir eine Mail geschickt an mich. Das Subject war, was ist jetzt eigentlich mit Peter, warum antwortet er nicht? Dann wird das von den Mailern da hinzugefügt, wo es denn vorbeigekommen ist. Also zum Beispiel, der Mondial hat diese Mail bekommen. Das ist wohl so ein Mailserver, den der Ad hat lokal laufen lassen. Das ist dann zu irgendeinem Mailer bei Adobe weitergeschickt worden. Und der hat es noch an einen anderen Mailer bei Adobe weitergeschickt. Und der hat es an diesen Mailer von Adobe weitergeschickt. Und der hat es an den Hermes Informatik Uni Ulm.de geschickt. Und der hat es an die Julia noch ein anderes. Das hier sind beide Sun-Teile gewesen. An einen anderen Unix-Server weitergeschickt. Und da wurden sie dann abgelegt. Also die haben so eine Art Leitweg, Routing-Informationen da drin. Und das sieht man in den Mails, die wir heutzutage bekommen, nicht, sieht man nicht, aber es steht drin. Und wenn man sagt, man möchte die Message Source besichtigen, wer hat das mal gemacht seit der letzten Stunde? Aha, zwei haben da reingeguckt. Dann sehen Sie, dass wo diese Mails so langlaufen, und das ist teilweise ganz interessant. Und wenn Sie eine Mail haben, die Ihnen zweifelhaft vorkommt, ob die echt ist oder nicht, ne, wenn Sie einen Spam-Verdacht haben, dann kann man auch mal hier in diesen Header reinschauen. Da kann man nämlich ganz gut sehen, was die Mailer auf dem Weg so eingetragen haben. Ob diese Mail wirklich von jemandem bei der Bank kommt oder ob das irgendwelche lustigen Mailadressen erst in Russland und dann in China und dann in einem Wohnheim in Frankreich waren, ne? An der Uni oder so. Wenn diese Mailer, die hier drin stehen, irgendwie so gefühlt nicht auf dem richtigen Pfad liegen zu Ihnen hin, dann kann man daran auch erkennen, ob das irgendein schmutziger Trick ist, den jemand damit einem abziehen will. Fragen bisher? Nö, nicht? Also diese Relay-Funktion, die kann missbraucht werden. Und dieses Verteilmodell, das hat das dummerweise eingebaut und das ist ganz schwer zu reparieren. Wir wissen seit 15 Jahren, dass es da Probleme gibt. Aber wir haben es immer noch nicht geschafft, diese Probleme zu beseitigen. Was administrativ passiert ist, dass die Rechenzentren in Organisationen, den Abteilungen, den Individuen ihre persönlichen Mailserver weggenommen haben, indem sie im Firewall eingetragen haben, es darf nur noch einen geben, der am Port 21, also am SMTP-Port lauscht, oder zwei oder drei geben, aber nicht mehr. Das ist das Problem hier. Wenn wir dem so wie hier vorne eine lange Liste mit Empfängern mitgeben und hier unten dann die eigentliche Mail, dann hat der Mailer die Arbeit, das zu verteilen.
Hier, das habe ich schon gesagt, was da passiert. Der Server zahlt, der das Relay durchführt für das Datenvolumen. Was man jetzt machen kann ist, man kann zum Beispiel schauen, ob der Absender, Return Path und From, ob das irgendwie passt, ob das die eigene Domain ist. Denn der dieses Spam schickt, der will ja, dass Sie auf Return drücken und dass die Mail dann bei ihm landet und nicht bei dem, dessen Account da missbraucht worden ist. Also kann man mal vergleichen, wenn man abschickt, ob dieses Reply to und From Domain, ob das die richtigen Domains sind, die wir als Sendmail auch bearbeiten, akzeptieren. Wir können aber auch den Mail Relay nur machen für bestimmte IP-Nummernbereiche, also zum Beispiel für unser Network hier in Freiberg nur für 139.20er, von 139.20er IP-Adressen auch Messages zum Weiterschicken entgegennehmen. Oder wir können dafür sorgen, dass man sich beim Sendmail einloggen muss. Dann hat man wenigstens den, der die Mail wirklich geschickt hat. Allerdings ist es auch durchaus so, dass man das, wenn es jetzt hier im Universitätsnetzwerk einen Rechner unterhält, im Studentenheim zum Beispiel oder in einem der Büros, und der hat sich mal einen Virus eingefangen. Der Virus hat ihn dann zum Mitglied eines Botnetzes gemacht. Dann können Sie natürlich diesem Rechner ein paar Mails unterjubeln und sagen, schick das doch mal ab. Und dann steht da 139.20 als Absenderadresse drin. Das ist ein ganz wichtiger Grund, um Botnetz zu unterhalten, denn verschickte Mails in so einem Botnetz, die kann man sich bezahlen lassen von dem, der die Spam verschicken lassen will, und auf die Weise kann man dann sein Botnetz zu Geld machen. Und auch das hier, wenn man den Mailer nur richtig hackt, dann kann man sogar dem Mailprogramm im Outlook oder sonst was Mails zum Abschicken unterschieben. Und da viele Benutzer aus Faulheit ihr Passwort permanent eingetragen haben im Mailer und nicht jedes Mal eintragen, ist das sogar nicht mal besonders schwierig. Zum Thema Spam-Abwehr generell. Es hat dann jede Menge Versuche gegeben, Spams zu unterdrücken. Eine frühe Maßnahme war die Sache mit den Blacklists. Dass irgendwelche Leute im Internet Server aufgemacht haben und in den Servern können Betreiber von Sendmails, Admins, aber auch User munter eintragen, von dieser Adresse hier, vom Klaus-Dieter at unibraunschweig.de, oh, da habe ich nur was gekriegt, aber das ist eine Spam. Und wenn das dann erstmal da eingetragen ist, dann gibt es andere Sendmails, die erkundigen sich, bevor sie eine Mail kriegen, ob die vom Klaus-Dieter at, unibraunschweig.de kommt, und dann sagen die, ach nö, die Mail will ich nicht. Das ist so Blacklist. Das geht auch für ganze Domains. Und tatsächlich ist es dann gar nicht schwer, dass dann so eine Uni mal insgesamt auf so einer Blacklist landet. Mein Mail-Provider, mein privater da, gmx.net, ist auch mal irgendwie auf so einer Blacklist gelandet, und er hat bei irgendeinem Provider in Amerika, hat dann ein Freund von mir meine Mails nicht in Empfang nehmen können, und der hat das auch nicht mehr weggekriegt. Das war halt auch so ein obskurer Blacklist-Provider. Das ist natürlich auch so, dass sich die Spam-Leute gegenseitig bekriegen und dann schon mal bei diesen Blacklists auch was eintragen, was gar nicht wahr ist und sonst was. Also, es ist so eine Art Schufa-Auskunft. Wenn man da erstmal drin ist, dann hat man Pech für den Rest seiner Tage.
Es gibt E-Mail-Klienten, die gucken sich den Inhalt an von der Mail. Und wenn da bestimmte Wörter drin auftauchen, naja, das, die üblichen Spam-Begriffe, die kennen Sie ja auch, woran Sie erkennen, dass das ein Stück Spam ist, Lotterie, der verstorbene General in Afrika irgendwo, all dieses Zeugs. Danach kann natürlich auch der E-Mail-Klient suchen, den Inhalt bewerten, und wenn zu viele von diesen Begriffen auftauchen, dann sagt er, ah, das ist wohl eine Spam, die zeigen wir gar nicht an. Ich habe es aber auch schon erlebt, dass diese Inhaltsbewertung völlig fehlschlägt, weil halt irgendwelche Begriffe drin vorkommen, die in einer anderen Sprache, sagen wir mal, explizite Bedeutung haben. Formulieren wir es mal ganz vorsichtig. Also es gibt ja auch im Deutschen ein paar Wörter, die eben in anderen Sprachen irgendwelche Schweinkram bedeuten oder so. Und schon, peng, ist diese Mail klassifiziert als Spam, obwohl sie gar keine ist. Da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein. Sie sehen ja auch manchmal bei irgendwelchen eBay-Auktionen oder so ähnlich. Ich schicke Ihnen dann eine Mail mit der Kontoinformation. Wenn Sie sie nicht innerhalb von 3 Tagen bekommen haben, dann schauen Sie doch mal in Ihren Spam-Folder rein. Weil das den Leuten eben einfach passiert worden ist. Wenn Sie viele Bilder in Ihre Mails reintun und wenig Text haben, dann glauben manche von diesen E-Mail-Klienten, die da die Inhaltsbewertung durchführen, ach, das muss ja wohl auch ein Spam sein. Also die Heuristiken, die da drin stecken, die funktionieren zwar, und die funktionieren auch meistens ordentlich, sagen wir mal in 95% der Fälle zutreffend, aber die restlichen 5% der Fälle gehen uns Mails verloren, und eigentlich möchten wir, dass keine einzige verloren geht. Meiner Frau ist erst vor ein paar Tagen wieder sowas passiert. Sie lässt die Spam nicht automatisch wegwerfen, sondern die wird nur von dem Mailer in irgendeiner anderen Farbe markiert, und da hat sie eine Mail mit einem Foto von einem Bekannten gekriegt. Es ging ums Segeln oder so ähnlich. Und die ist auch vom Mailer als Spam markiert worden, weil eben das Verhältnis Bild zu Text irgendwie falsch war. Also solche einfachen Tests und auch schlauere Sachen wie diese lernenden E-Mail-Klienten ist eigentlich, ja, das macht man so, aber das ist auch nur eine Nothilfe und eigentlich Unfug. Die richtige Art wäre es, wenn wir Signaturen benutzen würden, PGP-Signaturen mit Zertifikaten benutzen würden, den Absender also immer verifizieren würden. Dann würde man eben nur Mails in Empfang nehmen, die ein bekanntes Zertifikat tragen, einen, den man kennt. Das Problem dabei ist natürlich auch offensichtlich, dann würde man Mails von Leuten, die einem zum ersten Mal schreiben, niemals bekommen, sondern man müsste immer erst irgendwie auf einem anderen Weg diese Signaturen austauschen, und nur die würde man dann sehen. Das bringt es, naja, das hilft natürlich, das ultimative Mittel gegen Spam, aber dann kriegt man eben überhaupt keine Mails mehr von Leuten, mit denen man nicht irgendwie diese Signatur vorher mal ausgetauscht hat, und das gilt auch für mich selber. Abgesehen davon, im persönlichen Briefkasten zu Hause landen ja heutzutage auch irgendwie 3/4 nur blöde Reklame. Es gibt übrigens auch einen Markt für Mailadressen und gültige Mailadressen. Gültige Mailadressen sind relativ viel wert. E-Mail-Adressen, die nicht überprüft sind, sind relativ wenig wert. Man kann diese Mailadressen auf CDs und DVDs kaufen. Ein paar von denen sind auch gültig, die da auf so einer, wenn Sie eine CD oder DVD mit 1 Million Adressen kaufen, da sind auch wahrscheinlich schon ein paar hunderttausend gültige Mailadressen drin, die die Leute wirklich lesen
wo sie dann durchaus auch was hinschicken können. Ob das sinnvoll ist, ist natürlich noch was anderes. Die Mailadressen werden gefunden, indem man zum Beispiel das Web durchsucht. Das Web abspidert und in den Seiten, die man da findet, HTML, Word-Dokumente, PDFs, nach Mailadressen, Sachen, die so formatiert sind, sucht. Das ist nicht mal besonders schwer. Wenn Sie auf Ihrer Webseite, auf Ihrer persönlichen Webseite die Mailadresse so eintippen, dann bedeutet das natürlich auch, dass die einfach mit so einem Spider abgegriffen werden kann. Deshalb packen manche Leute ihre E-Mail als Bildchen da rein, als JPEG oder PNG oder GIF oder so. Selbstverständlich gibt es dann auch wieder schlaue Spider, die OCR in den kleinen Bildchen veranstalten. Vielleicht finden Sie ja da was. Naja, dann hat man immerhin eine Mailadresse, wo sich jemand Mühe gegeben hat, das zu verbergen. Und das ist ja eigentlich eine, die fundamental mal ein bisschen mehr wert ist schon. Also es gibt da eine ganze Ökonomie da drum herum. Über das Verifizieren, ob die Mail jemand angeschaut hat, die man ihm da geschickt hat, da möchte ich dann nach dem Kapitel, was da folgt, nochmal kurz sprechen. Ich hoffe, ich denke dran. Das Format, so wie es im RFC drin steht, also in diesem hier, ne? Dem da. Das hat ein paar Einschränkungen. Wir dürfen nur ASCII-Zeichen benutzen im Sinne von 7-Bit-ASCII. Und wir können auch nicht beliebig die Steuerzeichenkombinationen benutzen. Und die Zeilen, die wir da tippen, die dürfen nicht länger als 1000 Zeichen sein, da muss ein Carriage Return kommen. Und insgesamt müssen auch die Nachrichten begrenzt, in der Länge begrenzt sein. Also Megabytes kann man da auch vergessen. Das kommt aus der Zeit, als das SMTP über solche Modem-Schnittstellen, Modem-Terminal-Schnittstellen betrieben wurde. Da muss es eben druckbare ASCII-Zeichen sein und weil der Zeilenpuffer in der Adapterkarte nur 1000 Byte hatte in der Regel, waren es halt auch nicht mehr als 1000 Zeichen. Das reicht für Text-Messages und wenn wir hier nochmal zurückblättern, ja, da steht auch Internet-Text-Messages dabei. Da dürfen wir auch nicht mehr verlangen. Wenn wir mehr wollen, müssen wir uns auch nochmal anstrengen, wie wir das da irgendwie durchkriegen durch das SMTP RFC 821 und 822. Und deshalb möchte ich über das MIME sprechen. Das MIME heißt Multipurpose, nicht Multimedia, sondern Multipurpose Internet Mail Extensions. Das habe ich eben schon gesagt. Vorläufig nur ASCII-Zeichen. Wir brauchen jetzt was, durch das wir Äs, Ös und Üs durch dieses 7-Bit-Format irgendwie hindurchkriegen. Ja, hier im RFC 822 stehen Adressen drin und die Art der Übertragung im 821. Das gehört natürlich auch zusammen in so einer Mail. Da findet man eben im From-Feld und im To-Feld, da steht, wie es spezifiziert wird, die entsprechenden Felder hier für den da. Das MIME ist im RFC 1341 standardisiert. Und die Ziele, erstens, wir wollen nicht nur ein Stückchen Text durchbringen oder ein Stückchen Text verschicken können, sondern wir wollen mehrere Objekte in einem einzigen, ich habe jetzt hier geschrieben Datei, in einer einzigen Nachricht unterzubringen. Mehrere Objekte in einer Nachricht, getrennte. Und wenn Sie heutzutage eine Mail kriegen, da sind 1, 2, 3, 4 Bilder drin und noch ein bisschen Text und vielleicht noch ein MP3.
oder ein PDF. Allein fürs PDF und für den Text, der dabei steht, in der Anlage finden Sie, braucht man schon zwei Objekte, nämlich das Textobjekt und die Datei. Und wir müssen übrigens dem anderen auch sagen, was wir da schicken. Wir müssen dem anderen sagen, du, das ist ein PDF und PDFs, der andere muss dann wissen, PDFs guckt man geschickterweise mit dem Preview oder mit dem Simple PDF Viewer oder dem Akrobaten an. Also der empfangende Mailer, der muss sehen, es gibt mehrere Objekte und welchen Typ das hat, anwendungsspezifisch, zum Beispiel für ein PDF oder ein Bildchen oder ein Video oder ein Audio. Wir wollen binäre Dateien übertragen können, zum Beispiel auch Programme dranhängen können. Wir wollen mit Zeichensätzen formatieren können, also nicht nur die übliche Standardschrift benutzen, sondern auch mal einen Font wie den Arial oder sowas oder den Times. Wir wollen alle die schönen Sonderzeichen benutzen können, ES, ÖS und ÜS ist nur ein Teil. Manche wollen den CD benutzen, manche wollen einen Hatschek schreiben können. Und natürlich Circumflex und was ist so alles, was uns so alles in der Schule erfreut hat. Die Zeilen sollen beliebig lang werden können, also auch mehr als 1000 Zeichen, und der Text soll auch länger werden können. So, das ist so eine Anforderungsliste. Es soll aber trotzdem noch mit 8.22 kompatibel werden. Und dafür müssen wir uns ein bisschen anstrengen. Zunächst mal brauchen wir im 8.22 Header noch ein paar neue Felder, mit denen wir dem empfangenen Mailer diese Metainformation mitteilen können. Metainformation, um sowas hier transportieren zu können. Dazu müssen wir einen kleinen Augenblick zurücktreten und anschauen, wie wollen wir denn viele Objekte in eine Datei hineinbringen. Und was ich jetzt sage, das hat noch ein bisschen mehr Gültigkeit über, eine ganze Menge Gültigkeit eigentlich, über die Mail hinaus. Und einen Teil der Informationen werden wir auch beim Web wieder brauchen. Aber das Konzept hier, das braucht man natürlich für jegliche Art von Multimedia-Dokument. So ein Konzept. Wir betrachten die ganze Nachricht als einen Body mit einem blauen Header und hier Nutzlast drin. In der Nutzlast selber kann wieder ein weiterer Body drin stecken. Vielleicht hätte ich hier oben Body 0 sagen müssen. Nein, ich wollte es absichtlich jetzt mal, das hier ist der Body der Nachricht, dann haben wir hier ein Body 1, Header-Information, Body 2, Header-Information, Body 3, Header-Information, Body 4 mit Header und der hat nochmal Unterbodies, also 4.1 und 4.2. Die Nummerierung ist jetzt so, wie ich das einfach mal gemacht habe. Das heißt nicht, dass das in meinem so drin steht, sondern diese Nummeriererei ist nur, damit wir in der Vorlesung uns jetzt zurechtfinden. Also, Bodies bestehen aus einem Header und einem Body und das ist natürlich dann wieder ein Body Part hier und wieder mehrere Bodies da drin. Also, so kriegen wir da mehrere Objekte rein, jetzt müssen wir nur noch spezifizieren, was in diesen Headern drin stehen muss und wie wir diese Dinge auseinanderhalten. Denn wir haben ja nach wie vor eine Sequenz von Bytes. Wir brauchen jetzt, in der Zeichnung ist das einfach, man malt ein Rechteck, Markierungen, die die Sachen trennen. Wir fangen an mit einem neuen Feld für den Header. Das ist die MIME-Version. Naja, MIME, minus Version, Colon und dann hier die Versionsnummer. Vorsichtshalber mal. Jetzt kommt das neue Feld Content Type. In dem Content Type, da steht erstmal ein grundsätzlicher Typ und das kann sein
ein Image oder ein Audio oder Video. Es gibt insgesamt 7 Stück Application. Da kümmert sich im empfangenden System die passende Applikation drum, vorausgesetzt, dass es da installiert ist. Es ist Ihnen vielleicht auch schon mal passiert, dass Sie irgendeinen Application-Part gekriegt haben und Sie können es nicht angucken. Dann haben wir Audio, Image, na klar, das sind die, die wir gerne haben wollen. Message, Text, Video und Multipart. Multipart ist eine besondere Sache und die müssen wir uns dann gleich noch angucken. Multipart liefert uns nämlich genau diese Strukturierung in einzelne Bodies. Also Type zum Beispiel Image, Schrägstrich, Subtype, JPEG, GIF und was es sonst so hat. Video MPEG. Dahinter dran vielleicht noch durch Strichpunkte abgetrennt Parameter. Und hier wieder in BNF-Notation, ne, eckige Klammer auf, Strichpunkt Parameter. Das können auch mehrere sein. Immer so durch Strichpunkte getrennt. Für das Application habe ich hier noch ein paar Zusatzbeispiele geschrieben. Zum Beispiel Application Octet Stream. Und jetzt kommen hier so Parameter. Name, Type, Conversions, Padding. Da braucht man natürlich dann hier den Namen der Applikation. Die will zum Beispiel noch MS Word oder sowas. Und dann steht, oder MS Office. Und dann steht, hier ist eine Word-Datei, vielleicht das Format 7 oder 8 oder 3 vom Word. Da findet man gern auch mal die DOS File Name Extensions. Und hier noch Conversions, Padding, wenn es aufgefüllt werden muss. Einfach ein paar Parameter, die man da so haben kann. Oder Application Office Document Architecture oder Application PostScript, wenn man da ein PostScript drin hat. PostScript ist übrigens insofern schön, als das auch gut ASCII strukturiert. Das ist einfach nur ASCII-Text, das PostScript. PostScript ist ja eigentlich eine Programmiersprache, mit der man einen Drucker so programmieren kann, dass der Text gut rauskommt. Formulieren wir es mal so. Hat schon mal jemand von Ihnen ein PostScript-Programm geschrieben? Das macht eigentlich Spaß, kann ich nur empfehlen. PostScript-Dokumentation raussuchen und einfach mal ein kleines PostScript-Programm schreiben. Das muss man dann in den Drucker schicken und dann kommt da was raus. Selbstverständlich können Sie auch mit PostScript richtig rechnen. Da muss man nur auf diesen Stack von PostScript irgendwelche Zahlen pushen und hinterher mit dem Operator verknüpfen die Zahlen. Da kann man auch einen Taschenrechner implementieren. Das Dumme ist bloß, dass Sie dann jedes Mal eine PostScript-Datei zum Drucker schicken müssen und da steht dann das Resultat auf dem Papier. Aber im Prinzip kann man, also Turing vollständig und alles. Ne? Also, Applications, Application Data kann man so verschicken. Ich habe Ihnen diesen Multipart hier, wo war es, da schon angedroht. Das Multipart, mit der kriegen wir jetzt mehrere einzelne Teile in eine Mail rein. Wir übertragen jetzt also dem anderen erstmal ein Objekt, einen Body, der den Typ Multipart hat. Und Multipart bedeutet, da drin können jetzt mehrere stecken. Hintereinander. Was wir also brauchen ist, erstens, wie trennen wir die Teile? Wie ist diese Boundary? Und dazu gibt es hier den entsprechenden Parameter. Hier vorne dran, Content Type, Multipart, das Mixed, da sage ich gleich noch was dazu. Wie wird es auseinandergehalten? Mit dieser Boundary, mit diesem Parameter Boundary. Und als Parameter habe ich mir jetzt als Grenze zwischen dem ersten und dem zweiten, dem zweiten, dem dritten, dem vierten, dem fünften
und so weiter. Habe ich mir jetzt ausgesucht, lauter Ist-Gleichzeichen, ein Underscore, dann diese tolle Zahl 84, 68, 71, 55, 6, noch zwei Ist-Gleichzeichen und ein Underscore und Hochkommas, naja gut, die Hochkommas werden die entfallen. So, jetzt haben wir hier, wo kommen denn die beiden her? Na, die zählen nicht dazu, sollten wir vielleicht grau machen. Also dann geht es los. Der erste Teil hier, Präambel, ne, ignorieren wir mal. Dann kommt der zweite Teil hier, gekennzeichnet dadurch, dass wir hier diesen String hier haben. Den da. Dann können wir jetzt wieder einen Header hinschreiben. Content Type Text Plain als Parameter Character Set Sarsky und dann hier einen Text. Dann kommt wieder eine Boundary und jetzt spendieren wir keinen Header, sondern wir nehmen das einfach nur impliziter Text. Und hier hinten kommt nochmal ein weiterer Teil und der wird auch ignoriert. Was jetzt präsentiert wird, ist das hier und das hier und zwar hintereinander. Mixed führt zu seriellen Präsentationen. Das sind zwei Teile, werden hintereinander angezeigt. Alternative Presentation ist ganz interessant. Da könnten wir Sprachversionen anfügen. Also die Mail auf Deutsch und die Mail auf Englisch. Und wenn im Reader Deutsch konfiguriert ist, dann zeigt er die deutsche Version an und sonst zeigt er die englische Version an. Alternativ, entweder das oder das anzeigen. Oder parallel, das letzte von diesen Präsentationsoptionen, dann wird es gleichzeitig angezeigt, zum Beispiel Bild und auch ein bisschen Video dazu. Rudimentärste Multimedia-Technik, formulieren wir das mal so. Rudimentär im Sinne von, naja, wenn man so parallele Präsentationen haben will, dann müsste man eigentlich noch Timing-Informationen anfügen und. Und das ist in dem MIME aber nicht drin. Das ist die Art, wie wir diese Body-Geschichte hinkriegen, hier, die genestet sind, ineinander drin Bodies haben. Also, das Ding hier müsste jetzt also Multipart sein und da haben wir hier 1, 2, 3, 4 Teile drin. Vorne noch die Präambel, die ignoriert wird, hinten der Schluss, der auch wegkommt. Also eigentlich 6 Teile da drin. Und in dem hier, in dem vierten, da steht nochmal drin Multipart. Und dann hat das hier 2 echte Bodies da drin. Also mit diesem, das Wesentliche für das Multipart ist die Art, wie wir diese Grenzen spezifizieren. Und warum muss das so ein ulkiger String sein? Na, der darf in Ihren Daten nicht vorkommen. Und wenn Sie da jetzt einfach, jetzt ist aber Schluss sagen, dann darf natürlich im Text nicht, jetzt ist aber Schluss vorkommen. Und wenn Sie als Boundary Sternchen, Sternchen, Sternchen nehmen, dann darf niemand Sternchen, Sternchen, Sternchen da eingetippt haben. Also brauchen wir schon ein bisschen was Schwierigeres. Wobei uns natürlich niemand garantiert, dass sich irgendein Programm sowas mal generiert als Daten. Wer weiß wie. Aber zumindest ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass das da native in unseren Daten vorkommt. Jetzt brauchen wir noch, jetzt müssen wir uns noch um eine weitere Anforderung, wo stand sie, das hier kümmern und das hier und binäre Daten kümmern. Wir müssen durch unsere 7-Bit das irgendwie durchkriegen, die 8-Bit durchkriegen, und Umlaute und so weiter und so weiter. Der RFC 821 sagt ganz klar, es gibt 7-Bit und für das 8-Bit, das kann durchkommen, aber es kann auch abgeschnitten werden. Und wenn Sie ein 8-Bit-Zeichen schicken, ein großes Ä oder sowas, und irgendjemand hackt das oberste Bit da ab, das ja auf 1 ist, setzt es auf 0, dann steht da plötzlich ein ganz anderes Zeichen. Und dieses ganz andere Zeichen, wenn man Glück hat, kommt es dann als Spezialsymbol, irgend so ein Rechteck oder sowas ähnliches, beim anderen Mailer an. Und wenn man Pech hat, steht da eben ein ganz anderer Buchstabe.
Wir brauchen also einen Mechanismus, wie wir da 8-Bit durch 7-Bit durchkriegen. Eine Technik ist das Base64. Da nehmen wir 3 Byte. 3 Byte sind, mal kurz nachrechnen, 3 mal 8, 24. Und stellen es in 4 Byte dar. Wir nehmen 4 6-Bit-Zeichen. 4 mal 6 ist nämlich auch 24. Wir nehmen also vom ersten Byte die ersten 6 Bit und packen sie ins erste Zeichen rein. Und zwar, 6 Bit hat ja 64 Kombinationen. Das 00, also 6 Bits, die 0 sind, das wird auf A abgebildet. 5 Bits 0, 1 Bit 1 wird aufs große B abgebildet und so weiter. Da gibt es eben eine Tabelle von nach und das 3F wird auf diesen Slash abgebildet. Das sind die 24 Bit, die werden in 4 6-Bit-Gruppen aufgeteilt und na, das hat ja dann jeweils eine Kardinalität von 64 und das kommt dann da so als ASCII-Zeichen rüber. Das, was da übertragen wird, können wir also nicht richtig lesen. Na, das muss man erstmal dekodieren. So ähnlich macht es übrigens auch der UUM-Code. Das nennt sich Base64. Und natürlich ist es ein Code mit der Rate 3 Viertel. Das heißt also, wenn Ihre Message vorher einen Megabyte lang war, wird sie übertragen als 1,3 Megabyte. Also wenn sie 3 Megabyte war, lang war 4 Megabyte. Wenn Ihr Mailer also zum Beispiel Files mit maximal 10 Megabyte und Nachrichten mit maximal 10 Megabyte unterstützt, also Ihr Mail-Provider, und Sie schicken einen JPEG-File mit gerade 9,99 Megabyte und denken sich, das geht ja noch durch, ist ja weniger als 10 Megabyte. Nein, geht nicht durch, weil nämlich 13 Megabyte draus werden und die will der andere, der eine 10 Megabyte-Grenze hat, nicht mehr haben. Also müssen Sie das Bild bearbeiten. Das hier ist für den Fall, dass Sie allgemeine Binärzeichen haben. Es gibt aber auch den Fall, dass in so einem Text nur ein paar 8-Bit-Zeichen drin vorkommen, in der Größenordnung von ein paar Prozent. Und das wird mit Quoted Printable übertragen. Da wird dann das Ist-Gleichzeichen als Escape-Character benutzt. München würde also so aussehen, Dresden würde einfach DRES-DEN übertragen, aber München müsste man übertragen mit hier ist das Escape-Zeichen ist gleich und 9F ist dann das Hex für das Byte, was übertragen werden soll. Aus dem einen Buchstaben machen wir also 3 Buchstaben. Übrigens, nach 75 Zeichen wird automatisch ein Carriage Return eingefügt, wegen der Zeilenlänge in manchen Systemen aus diesem klassischen Terminal-Adapter. Und wenn Sie vorher einen Carriage Return haben, dann wird der übertragen, transparent. Wenn Sie 150 Zeichen haben, dann wird nach dem 75. ein Carriage Return übertragen und dann nach dem 150. noch einer automatisch eingefügt. Und vom anderen übrigens auch herausgezogen bei Quoted Printable. Im Wesentlichen, wenn man den 7-Bit-Modus und den 8-Bit-Modus benutzt, verwendet man kurze Zeilen. Carriage Returns mittendrin. Carriage Return liegt übrigens nicht hier drin. Man weiß also, ist ein Sonderzeichen, ist ein Steuerzeichen. Können wir ignorieren, wenn wir Base 64 benutzen als Codierung. Und es gibt auch einen Binärmodus. Wenn beide Mailer bzw. alle Sendmails auf dem Weg den Binärmodus unterstützen, können Sie es auch binär übertragen. Dann können Sie auch 8-Bit übertragen. Aber da muss man wissen, dass entlang des gesamten Übertragungsweges das unterstützt wird. Wenn Sie hier lokal Mail übertragen und Sie wissen, das ist
alles 8-Bit, dann muss man sich auch gar nicht viel Mühe hier geben. Aber in der Regel können wir das nicht und deshalb benutzt man gerne Base 64 bzw. dieses Quoted Printable. Das Quoted Printable hängt übrigens auch vom Systemtyp ab. Wenn Sie von einem Mac aus einen PC übertragen und der Mac beschließt, Quoted Printable zu benutzen, weil der eine andere Codierung fürs Ä hat, kommt dann eben auf der anderen Seite beim Windows vielleicht ein ulkiges Zeichen raus. Ist Ihnen vielleicht auch schon passiert in letzter Zeit weniger, aber so vor 10 Jahren oder so ähnlich war das durchaus auch üblich. Als Content-Type bei TextPlain schreiben wir also zum Beispiel rein, Character-Set ist das ISO 8859-1. Ein 8-Bit-Character-Set, wohlgemerkt. Und das ist, na, da stehen Äs, Ös und Üs drin und ich glaube, die Franzosen werden da auch noch mit glücklich. Aber die Osteuropäer schon wieder nicht mehr, weil deren Buchstaben da nicht drin stecken im 8859-1. Und das Content Transfer Encoding als Parameter für den Content Type, das hier ist noch ein neues Feld, Content Transfer Encoding, steht Base 64 da. Wir können also unsere 8-Bit ISO 8859-1 Zeichen werden mit dem Code der Rate 3/4 transportiert in Base 64. Content ID, Content Description sind optionale Felder, die nicht zum Standard Subset, den jeder MIME-Mailer braucht, dazugehören. Und jetzt möchte ich noch über Message External Body sprechen. Das war mal eine gute Idee. Anfangen könnte ich eigentlich mit der Geschichte von der Mail von dem Andreas, die Sie vielleicht schon kennen, weil ich sie schon mal woanders erzählt habe. Egal. Der Andreas K., der hat mal bei uns in der Abteilung 20 Mitarbeiter mit Hilfskräften und so weiter eine Mail rumgeschickt, eine PowerPoint-Präsentation. Und diese PowerPoint-Präsentation, da hat er munter Bilder reinkopiert, die war 22 Megabyte groß. Ist ja nicht so schlimm, oder? Unser Mailer hat dann diese Mail mit den 22 Megabyte natürlich bei jedem ins Postfach gelegt, bei allen 20 Mitarbeitern. 20 mal 22 macht 440 Megabyte. Weil das schon ein paar Jahre her ist, hatte unser Mail-Server insgesamt auf der Festplatte nur so 100 Megabyte. Was ist passiert? Irgendwann war es voll und der Mailer ist stehen geblieben. Wollte ja noch weiter verteilen in die anderen Mailfächer. Wir konnten keine Mail mehr verschicken. Unser Techniker hat die Nachricht gekriegt, Festplatte voll beim Mailer. Dann hat er sich hingesetzt und in mühsamer Kleinarbeit 20 Megabyte freigeschaufelt. Und was passiert? Der Mailer freut sich, dass er 20 Megabyte sieht und legt die Mail ins nächste Postfach ab und dann steht schon wieder. Und kaum haben wir nicht alle zusammen, nur so 3-4 Leute, uns irgendwie einen halben Tag um den Mailer gekümmert, lief es schon wieder. Was lernt man daraus? Das Verteilmodell ist nicht so richtig geschickt und wenn man eine längere Liste große Dateien schickt, dann kann es schon mal sein, dass dann irgendwie die Platte voll wird. Oder Sie bekommen eine Mail mit einem Attachment von 30 Megabyte, aber Ihre Festplatte ist halt schon mal voll. Oder Sie verschicken eine Mail und der andere hat eine langsame Leitung und dann müssen diese 20 Megabyte drüber gelöffelt werden. Denken Sie an Mobiltelefone, ne? 20 Megabyte, da sind Sie ja schon bei Ihrem 200 Megabyte Limit fast. 10% von Ihren 200 Megabyte, die flat sind, ne? In Anführungszeichen, wenn man das Mobiltelefon benutzt. Also eigentlich keine gute Idee, wenn diese Attachments dick und fett in der Mail drin sind. Und deshalb hat sich das MIME was Neues, Tolles einfallen lassen, nämlich External Body.
Da steht dann Content Type, Message, External Body. Access Type, Anonymous, FTP. Und hier ist die URL, wo es das gibt. Naja, nicht ganz die URL, das war die Vor-URL-Zeit. Mit dem FTP können wir vom Ernst Informatik Uni Ulm.de, User Local, das Bild.gif holen. Und der Content Type ist Image.gif. Ihr Mailer, sobald Sie, also die Mail ist dann 500 Byte groß. Und wenn Sie 20 Bilder drin haben, ist sie meinetwegen 2 Kilobyte groß. Weil da all diese Spezifikationen stehen, wo es das Ding herholen soll. Wo es das Ding herholen soll. Und die liegen auf dem Server. Ein Teil der Benutzer schaut das gar nicht an. Ein anderer Teil sagt, okay, das Bild will ich anschauen. Und wenn es angeschaut wird, oder wenn Sie die Nachricht angucken, dann werden die alle einzeln per FTP geholt von dem Server. Oder wir können es auch per HTTP holen. Müssen wir halt hier eintragen, dass es HTTP ist und hier eine komplette URL und schon ist es gut und es wird geholt. Der normale Mailer, den Sie so benutzen, wenn Sie sich einen Mobiltelefon kaufen, sobald Sie die Mail angucken, wird das Bild geholt oder die Bilder. Die angucken, wird es noch nicht geholt. Sie können also entscheiden, ob Sie die Bildchen anschauen. Die meisten Mailer sind so eingestellt, dass es automatisch geholt wird. Und das ist eine dumme Idee, wie sich herausstellt. Wer weiß, warum es eine dumme Idee ist? Genau. Wenn Sie eine Spam-Mail schicken, dann stecken Sie da auf jeden Fall irgend so ein Bildchen rein, egal was. Und hinten dran in diese URL schreiben Sie nicht nur Bild.gif, sondern schreiben auch noch Message-Nummer bla 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 und vielleicht noch den Empfänger reinkodieren. Wenn Sie dann dieses Bild angucken, dann wird das hier von dem Server irgendwo in China geholt. Sie gucken sich ein bedeutungsloses Bildchen an und der weiß, dass diese Mail gültig ist. Dass diese Mailadresse eine gute ist. Nachdem er verifiziert hat, dass diese Mailadresse eine gute ist, kann er die für einen 10-fachen Preis verkaufen. Deshalb als erstes, wenn man seinen Mailer installiert, bevor man irgendeine Mail liest, konfigurieren, dass er die Bilder nicht automatisch anzeigt. Konfigurieren, dass Sie die Bilder erst auf Aufforderung, da gibt es irgendwo einen Knopf Embedded Pictures anzeigen oder so ähnlich oder Embedded Content holen. Erst wenn Sie das drücken, wird der Inhalt, das Bildchen auch geholt. Wenn das nicht inline dabei ist. Also es ist eigentlich eine gute Idee, um Speicherplatz im System zu sichern, zu schonen, um unsere Übertragungsleitung zu schonen. Aber es hat Leute gegeben, die sich dafür natürlich auch wieder was Böses ausgedacht haben. Oder zumindest was Störendes ausgedacht haben. Übrigens, nächste Bemerkung, wenn Sie eine Mail kriegen und da unten drin steht ein Link, auf den Sie klicken sollen, um denen mitzuteilen, dass Sie die Mail in Zukunft nicht mehr haben wollen, ist eine ganz besonders dumme Idee, da drauf zu klicken. Ja? Oder unten steht auch manchmal, wenn Sie diese Mails nicht mehr haben wollen, dann schicken Sie uns doch einfach eine Mail an diese Adresse. Im Body schreiben Sie einfach nur Ihre Mailadresse rein und dann kriegen Sie es nicht mehr. Ich war vor 20 Jahren oder vor 18 Jahren mal so blöd, das wirklich zu machen. Der Erfolg ist, dass ich natürlich jetzt immer von denen Mails kriege. Damals war ich sogar beleidigt und habe das noch ein zweites Mal geschickt und habe es weitergekriegt. Aber naja, alle 2 Tage sehe ich diese Sünde von damals. Wie bitte? Geschieht Ihnen recht, oder? Ja, genau. Ja, weil sicher, das kommt. Na ja, gut, aber wie heißt der schöne Satz, ne? If it's free, you're not the customer, you're the product.
wenn irgendein Dienst kostenlos ist, dann sind Sie nicht der Kunde, sondern Sie sind das Da wird vielleicht auch klarer, wie es jetzt eben ist. Und warum das so eine iterative Geschichte ist, wo noch was dazukommt und noch was dazukommt und noch was dazukommt und dann noch was dazu gemacht wird und dann noch mal dazu gemacht wird, die alte Kompatibilitätsleier. Ganz vorneweg, das World Wide Web, www. Die Idee dahinter, die geht auf den Doug Engelbart zurück mit seinem Online System und dem Knowledge Worker, vielleicht sogar noch weiter auf die Memex von Vannevar Bush. Nämlich, wir wollen ein vernetztes System von Informationen haben, sodass wir uns in diesem vernetzten System möglichst bequem bewegen können. Und da steckt die Wissenschaftleridee dahinter. Ich lese einen Aufsatz, eine Veröffentlichung und in einer anständigen Veröffentlichung, je nachdem welche Wissenschaft, sind 20 bis 100 Referenzen drin. Im klassischen Dokument lesen sieht das so aus, dass wenn Sie da eine Referenz sehen, dann müssen Sie in die Bibliothek sausen und sich das irgendwo raussuchen, wenn Sie sich dafür interessieren. Da kann man also glauben, was da steht. Hinten dran steht Zitat von Dingsbums, oder man interessiert sich doch noch für die Referenz und dann muss man eben in die Bibliothek gehen, und deshalb haben auch früher viele Wissenschaftler einfach auch pro Tag ein paar Stunden in der Bibliothek gearbeitet. Die haben sich da hingesetzt, haben irgendwas gelesen, und wenn sie eine Referenz gefunden haben, dann sind sie eben in der Bibliothek auf Suche gegangen und haben sich die Quelle geholt und dann noch kurz nachgeguckt. Und die Idee von dem Doug Engelbart und von den anderen Leuten, die da von ihm gelernt haben und da rauskamen, zum Beispiel das Project Xanadu, das war genau sowas im Internet zu implementieren. Und es gab ein paar Versuche auch, also das Project Xanadu ist ein bekannter Versuch dazu, und es gibt noch einen anderen Versuch dazu, vielleicht haben Sie es noch mal gehört, das HyperCard, was Apple mal kostenlos mit allen Maschinen verteilt hat, vom, ich glaube, Bill Atkinson, weiß ich nicht, oder der Andy Hertzfeld hat das geschrieben, egal, einer von den originalen Mac-Programmierern, haben so ein HyperCard geschrieben. Das ist auch so ein System, da sehen Sie Informationen auf so einer Art Karte und da sind Links drin, geskriptete auch, da können Sie draufdrücken, dann kommen Sie zu einer anderen Karte im Stapel und so weiter. Also so Informationen als Graphen zu verknüpfen. Das hat was damit zu tun, das ist natürlich auch der Wissensgraph, der da rauskommt. Die Art, wie Wissenschaftler arbeiten sollten. Dieses Problem, das hat auch das CERN. Das CERN ist ja irgendwie sicher ein Begriff. Supercollider, da macht man Hochenergiephysik. Ein großer Ring unter Frankreich und der Schweiz, da bei Genf. Und da arbeiten zigtausend von Wissenschaftlern zusammen, übrigens aus der ganzen Welt. Da sind auch Amerikaner dabei und Chinesen und Japaner. Jeder, der heutzutage aktuell Hochenergiephysik arbeitet, der hat damit zu tun. Und da stellen die Leute Messgeräte auf. Also da werden ja diese Partikel beschleunigt ordentlich und dann an einer bestimmten Stelle oder an mehreren Stellen können die zusammenstoßen, und dann misst man, was da bei der Kollision an Trümmern herumfliegt. Und da kann man dann zum Beispiel das Higgs-Boson finden, das Higgs-Teilchen. Beziehungsweise man kann nachweisen, dass es mit einer Wahrscheinlichkeit von 10 hoch so wie noch dieses Teilchen gibt, da im Trümmerhaufen drin war.
Und dazu muss man natürlich irgendwelche besonderen Messgeräte installieren. Und wenn man es auf verschiedene Weise nachweisen möchte, muss man auch verschiedene Messgeräte installieren und so weiter und so weiter. Das ist also ein ganz komplexes technisches System. Und zu allem von diesen Anlagen da gehört natürlich auch ein Stapel von wissenschaftlicher Literatur und von technischer Literatur. Und um das vernünftig zu managen, gab es schon immer ein Rechenzentrum am CERN. Die haben nicht nur die Supercomputer da beaufsichtigt, sondern auch die Dokumentation. Und der Tim Berners-Lee, der ist da vom Rechenzentrum vom CERN angestellt worden. So ein Verwaltungssystem für deren Dokumente, Papers und technische Dokumente zu machen. Zunächst mal war das nur für Text gedacht. Bilder waren gar nicht integriert. Und der Tim Berners-Lee, der war da, ich weiß nicht, mit irgendeinem Werkvertrag oder so, weiß ich nicht, für ein Jahr oder anderthalb in der Größenordnung. Und er hatte aber einen Next-Arbeitsplatzrechner. Das war ja schon was Schönes. Damals das, naja, tollste oder zweittollste, was es gab. Und weil er so wenig Zeit hatte, hat er sich überlegt, er muss existierende Sachen nehmen. Nicht so wie bei diesem Project Xanadu, alles selber machen und richtig gut machen, sondern wenig Zeit, er muss irgendwas nehmen, was es schon gibt. Und er hat sich überlegt, ich brauche also, das soll ein Internetdienst werden, es soll auf dem Internet laufen, ich will kein spezielles Netzwerk bauen. Es soll TCP und IP benutzen. Das hat es schon und ich nehme einfach die Socket-Schnittstelle und gut. Und es soll Dokumente holen können, so ein bisschen wie ein FTP oder wie bei einer E-Mail, sollen Dokumente übertragen werden über diese Verbindung, die wir da haben. Und dazu hat er sich überlegt, er macht ein Protokoll, das heißt HTTP Hypertext Transfer Protocol. Hypertext war der wissenschaftliche Begriff, Xanadu und so weiter, für das, was er da machen wollte. Und dieses Protokoll, was er da machen wollte, das Hypertext Transfer Protokoll, das hat er so ein bisschen so gemacht wie das SMTP. Wenn Sie schon mal HTTP angeguckt haben, das SMTP, was ich vorher erzählt habe, ist so ähnlich. Ne? Und er braucht noch ein Dokumentenformat, in dem er das spezifiziert. Und er braucht ein Format, wie er diese Referenzen, die Hypersache spezifiziert. Für diese Referenzen hat er sich die URLs ausgedacht. Ein Namensraum für Objekte im Web. Das entsteht durch so eine Kombination mehrerer Namensräume. Erstens das Protokoll. Wir benutzen zum Beispiel HTTP, aber vielleicht können wir auch das FTP benutzen, da drin. Oder das SMTP E-Mails. Und dann brauchen wir eine Hostadresse und dann müssen wir einen Port spezifizieren. Auf dem Port läuft der Webserver. Auf dem Rechner auf dem Port der Webserver. Und weil wir ja verschiedene Dateien müssen wir hinten dran noch Pfadnamen angeben können in dieser URL. Also Protokoll, Doppelpunkt als Trennzeichen und dann dieses hier, die beiden Striche, die stehen dafür, dass wir von der Root vom Namensbaum aussuchen, diesen Host hier suchen. Wenn wir das weglassen, können wir Hostnamen auch anders angeben. Auf dem Port soll der Webserver laufen und er soll mir bitte aus dem Filesystem diese Datei hier besorgen. Diese Datei, die liegt relativ zur Webroot und das ist userlocal.wwwhtdocs zum Beispiel. Sie können sich auch was anderes einfallen lassen. Das müssen Sie bloß dem Webserver hier verklickern, in welchem Verzeichnis die Dateien der Namens, dieser Teilbaum, der Dateibaum liegen sollen auf diesem Rechner Frodo und das ist sein Hostname und damit machen wir für heute Schluss. Die URLs, ganz kurz zusammengepackt, da gibt es noch ein bisschen mehr Spezifikation, es gibt auch eine Weiterentwicklung URI, aber das sei es jetzt erstmal hier. Und einfach genug eigentlich. So, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Am Mittwoch geht es weiter. 1400.